Hallo, mein Name ist Natascha Magdalena Cepisur und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr freue, Frau Dr. Verena Passuelo. Und sie ist Kinderwunschexpertin, sie arbeitet auch am Kinderwunschzentrum an der Wien. Und wir sprechen heute über ein Thema, bei dem ich den Eindruck habe, dass sehr wenig Wissen da ist in der Öffentlichkeit, dass sehr viel Unsicherheit auch da ist, wenn das passiert. Und zwar geht es konkret um das Thema Eileiterschwangerschaft, was das genau ist, welche Therapieformen es gibt und ob ich dem überhaupt vorbeugen kann, beziehungsweise wie ich dem vorbeugen kann. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Verena Passuelo. Ja, hallo, Marcelo, mein Name. Wie gesagt, ich arbeite in diesem großen und innovativen Kinderwunschzentrum und freue mich sehr, Ihnen zur Verfügung zu stehen, um eben Fragen bzw. diese wichtigen Themen zu beantworten und freue mich eben helfen zu können und bin auch schon gespannt auf das Interview. Lasst uns loslegen. Ja, tauchen wir gleich ein, damit wir, also die Zuhörer und auch wir, circa alle mal auf derselben Ebene sind, am selben Wissensstand. Vielleicht, was ist denn überhaupt eine Eileiterschwangerschaft? Was versteht man darunter? Im Volksmund Eileiterschwangerschaft, heutzutage spricht man eher von einer Ektopenschwangerschaft, das heißt eine Schwangerschaft, die nicht am richtigen Ort ist, frei übersetzt. Bei einer normalen Schwangerschaftsentwicklung ist es so, dass die Eizelle im Trichter des Eileiters befruchtet wird und dieser Eileiter begleitet, ernährt und transportiert diese befruchtete Eizelle dann über 3 bis 4 Tage bis zur Gebärmutterhöhle, wo sie sich dann eben einnisten sollte. Jetzt kann es natürlich sein, dass es auf dem Weg dorthin Hindernisse gibt, aus unterschiedlichen Ursachen, Voroperationen, Altinfektionen und so weiter, dass die befruchtete Eizelle eben stecken bleibt, zum Beispiel im Eileiter. Und dort, der Eileiter ist ja klein, dort kann sie sich zwar einnisten, aber eben nicht richtig entwickeln und kann zu Komplikationen führen. Diese ektope Schwangerschaft findet man eben in über 95% der Fälle tatsächlich im Eileiter, deswegen im Volksmund Eileiterschwangerschaft. Aber eine ektope Schwangerschaft kann sich auch zum Beispiel am Eierstock finden, in der Bauchhöhle. Oder auch in der Gebärmutter nicht am richtigen Ort, zum Beispiel im Gebärmutterhals, wo sie nicht hingehört, oder was man heutzutage immer häufiger findet, also auch wenn die Zahlen niedrig sind, aber doch häufiger als früher in den Narben eines alten Kaiserschnittes zum Beispiel. Ja, wie gesagt, also die Prozentanzahl ist geringer, hauptsächlich findet man sie eben im Eileiter, deswegen die Bezeichnung. Und wie viele Frauen sind überhaupt davon betroffen? Wie oft kommt sowas vor? Ungefähr, man spricht von ungefähr 1 bis 2% aller Schwangerschaften. Das ist jetzt nicht so viel, aber wenn es die Frau trifft, dann ist es natürlich keine schöne Diagnose, beziehungsweise eben kann es natürlich sowohl psychisch als auch zu einem körperlichen Trauma führen. Und deswegen ist gut, dass Sie dieses Thema aufarbeiten. Ja, und Sie haben es auch schon erwähnt, also wenn ich das richtig verstanden habe, eine Ursache für so eine Eileiterschwangerschaft ist zum Beispiel eine Kaiserschnittnarbe. Das heißt, wenn ich einen Kaiserschnitt habe, kann das passieren. Ja? Dann halt nicht die Eileiterschwangerschaft, aber eine Schwangerschaft nicht am richtigen Ort. Also der häufigste Grund ist, sagt man im medizinischen Bereich, eine sogenannte Tubenfunktionsstörung, weil, wie ich vorher gesagt habe, der Eileiter ist ja salopp gesagt nicht nur so ein Rohr, wo irgendwas hindurchschwimmt. Es ist ein kleines Organ, das eben die befruchtete Eizelle ernähren und weiter transportieren muss, wenn das nicht gewährleistet ist, eben durch alte Infektionen, die man nicht mal merken muss, die können schon Jahre zuvor passiert sein oder eben eine zuvor entstandene schon Eileiterschwangerschaft, Operationen an den Eileitern, aber auch Operationen im Bauchraum, wie zum Beispiel bei einer Blinddarmentzündung
oder bei einer Endometriose, also alles Zustände, die zu Verwachsungen und Verklebungen, wenn man so will, im Bauchraum führen, dann kann das eben zu einer Ektopenschwangerschaft führen. Selten eben auch also Kaiserschnitte, das ist jetzt, wie gesagt, kommt nicht so häufig vor, aber ist auch möglich, ja, genau. Und die Frauen, also woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich eine Eileiterschwangerschaft oder quasi eine Ektope-Schwangerschaft haben könnte? Was sind so typische Anzeichen? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob man sich jetzt eine Schwangerschaft erwartet, dass man Kinderwunsch hat oder nicht. Es ist immerhin eine Schwangerschaft. In der Regel hat man Schwangerschaftssymptome, ob man jetzt darauf achtet oder nicht, sei dahingestellt. Also eine Frau mit Kinderwunsch achtet natürlich darauf. Wenn man eben Schwangerschaftssymptome hat, die Regel ausbleibt, der Schwangerschaftstest positiv ist, aber man hat zum Beispiel trotzdem die Menstruation, die Regelblutung, oder man hat Schmierblutungen oder unklare Unterbauchschmerzen, dann sollte man den Frauenarzt auf jeden Fall schon vor dem üblichen vereinbarten Termin aufsuchen. Wenn man sonst normalerweise den Frauenarzt kontaktiert und sagt, man ist schwanger, dann bekommt man einen Termin, sagen wir mal so, in der 8., 9. Schwangerschaftswoche. Das sollte dann doch vorher erfolgen. Ja, also Frauen mit Kinderwunsch, die darauf achten, die werden es wahrscheinlich vorher bemerken, aber eben auch sonst, wenn Schwangerschaftssymptome vorliegen und es geht einem nicht gut, man hat Unterbauchschmerzen, auffällige Blutungen, dann geht es zum Arzt. Genau. Und das heißt, es gibt Symptome, wo man das erkennen kann. Und aus Ihrer Erfahrung heraus kommen dann die meisten Frauen schon mit einer Vorahnung, dass etwas nicht stimmt? Oder ist es für sehr viele Frauen dann doch aus heiterem Himmel, dass mit der Schwangerschaft, dass etwas nicht passt? Dass man erst in der 8., 9. Woche zum Frauenarzt geht und dann die Diagnose einer Eileiterschwangerschaft gestellt wird, kommt selten vor. Ja, weil man vorher doch Symptome hat. Wie gesagt, es sind, wenn die Schwangerschaft nicht in der Gebärmutter sitzt, dann wird man Schmierblutungen haben, weil die Gebärmutter merkt, dass da was fehlt, ja, sagen wir mal so. Oder man hat doch Unterbauchschmerzen. Aber sicherlich kann es auch Frauen geben, die die Schwangerschaft nicht erwarten oder nicht so drauf achten. Bei Frauen mit Kinderwunsch wird das eher nicht der Fall sein. Wenn die, wie soll ich sagen, auf die Schwangerschaft warten, dann achten die natürlich sehr auf Symptome und dann wird natürlich auch das Ganze früher abgeklärt, was in der Regel heutzutage auch der Fall ist. Also hier im Kinderwunschbereich auf jeden Fall und mit Hilfe des Frauenarztes ist es auch möglich, das früher festzustellen. Also man kann eben das Schwangerschaftshormon im Blut messen und es dann vergleichen mit dem Ergebnis der Ultraschalluntersuchung. Das muss dann korrelieren. Also ab einer gewissen Höhe des Schwangerschaftshormons muss ich in der Gebärmutter was sehen. Wenn ich das nicht tue, wenn man in der Gebärmutter nicht sieht, dann heißt es, die Schwangerschaft ist zwar da, aber liegt zum Beispiel außerhalb der Gebärmutter, dann müssen weitere Abklärungen auf jeden Fall stattfinden. Auf jeden Fall jede Frau im fertilen Alter, die eben überfällig ist oder einen positiven Schwangerschaftstest hat und Blutungen oder Bauchschmerzen hat, sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, sagen wir uns. Das heißt also quasi, gerade wenn ich einen Kinderwunsch habe und da besonders auf diese Symptome achte, ist es bei den meisten Frauen dann der Fall, dass es vor der 8. Woche schon abgeklärt wird, dass etwas vorliegt. Man kann einen Hinweis haben, genau. Manchmal ist es so, es entwickeln sich nicht alle Ektopenschwangerschaft gleich gut oder gleich schnell. Manchmal kommt die Frau früher und man sieht es tatsächlich schon im Ultraschall, also die Schwangerschaft eben außerhalb der Gebärmutter. Bei manchen findet man sie lange nicht oder auch überhaupt nicht. Man spricht dann von einer Schwangerschaft mit nicht bekanntem Sitz. Ja, auf Englisch Pregnancy of Unknown Location, die gibt es selten auch. Also das Schwangerschaftshormon steigt an, mit dem Ultraschall kann man es nicht darstellen. Manchmal kann man es nicht darstellen, weil sie eben nicht in der Gebärmutter ist, wo sie eben auch gut sichtbar ist. Und da muss man weitere Maßnahmen ergreifen. Und ich kann mir vorstellen, also auch wenn ich jetzt eine Frau bin und ich merke, okay, da passt was nicht und ich komme zu Ihnen und dann kommt wirklich die Diagnose, das ist eine Ektope-Schwangerschaft, das ist ja für die Frau
natürlich trotzdem ein Schock oder eben etwas sehr, sehr Trauriges. Und ich glaube, da braucht man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl, um diese Nachricht dann, auch wenn es, ja, auch wenn schon dieser Verdacht besteht, das dann trotzdem eben auch auszusprechen. Worauf, glauben Sie, muss man da besonders achten? Wie gehen Sie das an? Bei dem Verdacht einer ektopen Schwangerschaft geht natürlich zunächst mal die Sicherheit vor, weil auch wenn heutzutage selten, aber die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter doch mal rupturieren, das heißt platzen und es kann zu Blutungen im Bauchraum kommen. Das heißt, das erste Anliegen ist, dass die Frau auch einer entsprechenden Behandlung oder Überwachung zugeführt wird. Das heißt, man schickt sie in die Klinik, ja, man bindet sie an ein Krankenhaus an, einfach weil dort zum Beispiel das Schwangerschaftshormon innerhalb kürzester Zeit im Blut überprüft werden kann, auch mehrmals am Tag. Man kann sofort einen Ultraschall machen, man kann sofort operieren, falls es notwendig ist. Ja, das ist, wie gesagt, Sicherheit geht vor. Danach natürlich, ja, es ist eine Schocknachricht, es ist eine traurige Nachricht für die Frau. Es ist, als hätte man eine Fehlgeburt, ja, im Prinzip. Die Traurigkeit über den Verlust ist da. Das muss erstmal realisiert werden. Manche Frauen fragen, ja, kann man das nicht operieren, die Schwangerschaft dann in die Gebärmutter hineinsetzen? Das geht eben leider nicht. Das ist nicht möglich heutzutage. Ja, also das Anbieten psychologischer Unterstützung ist sicher wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen oder versuchen wir, die Frauen zu trösten, indem wir sagen, und das stimmt auch, dass ja, die Schwangerschaft sitzt zwar nicht am richtigen Ort, aber sie sind schwanger geworden. Das heißt, Eizelle und Samenzelle haben zueinander gefunden. Es hat eine Befruchtung stattgefunden. Es hat eine Weiterentwicklung stattgefunden. Das heißt, der Körper hat prinzipiell die Möglichkeit oder würde es schaffen, eben eine Schwangerschaft fortzuführen, wenn man dann halt eben hilft, dass sie eben dann auch am richtigen Ort ist. Ja, also es hat geklappt. Das ist unser Trost, sagen wir mal so. Es ist besser, als hätte es nie geklappt. Dann ist man Also die Frauen haben dann zumindest Gewissheit, okay, mein Körper kann schwanger werden. Ja. Und was sind dann die Therapiemöglichkeiten, wenn ich eine Entschuldigung, ist okay, also eine dope Schwangerschaft habe, ja. Es gibt drei Möglichkeiten. Wenn die ektope Schwangerschaft schon sehr früh diagnostiziert wird und das Schwangerschaftshormon nicht so hoch ist, das heißt, die Entwicklung jetzt nicht so schnell vonstatten geht, kann man auch mal zuwarten unter engmaschiger Betreuung, sagen wir mal so, nach Aufklärung, wenn die Frau weiß, was passiert, wenn sie auf ihren Körper achtet, weil diese ektopen Schwangerschaften im Frühestadium in, sagen wir mal so, 50-70% vom Körper selbst resorbiert werden. Das heißt, man wartet zu, irgendwann fällt dieser Schwangerschaftswert ab. Das heißt, der Körper schafft es selbst, ja, diese Schwangerschaft zu eliminieren, die nicht am richtigen Ort ist. Ja. Aber wie gesagt, das geht nicht immer. Wenn der Schwangerschaftshormon schon höher ist, beziehungsweise man die Schwangerschaft schon sieht, wenn die eine gewisse Größe hat, dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Medikamentöse Therapie mit Methotrexat, das ist ein Chemotherapeutikum, das eben aus der Onkologie stammt, wird in der Gynäkologie auch verwendet. Das wird mittels Spritzen oder Tabletten im Krankenhaus appliziert. Und das hindert die Zellen an der Teilung, wenn man so will. Das ist ein sogenannter Folsäure-Antagonist. Und da muss man natürlich zuwarten bzw. überprüfen, dass diese Schwangerschaft dann sich eben auch zurückbildet. Ja, das muss man dann eben mit seriellen Blutabnahmen machen. Wenn die Schwangerschaft zu groß ist oder die Patientin symptomatisch, das heißt, sie hat Bauchschmerzen oder Blut im Bauch, dann muss man natürlich operieren. Standardmäßig heutzutage eine sogenannte Laparoskopie, eine Bauchspiegelung, also mit Schlüssellochchirurgie wird das operiert. Dann wird eben mit der Kamera nachgeschaut, wo der tatsächlich diese Schwangerschaft liegt, und dann versucht man natürlich gerade bei Kinderwunsch organerhaltend zu operieren, das heißt nach Möglichkeit, wenn es jetzt nicht ein akuter Notfall ist, den Eileiter zum Beispiel zu erhalten, ja, der wird dann nicht ab
ganz abgetrennt, sondern zum Beispiel nur aufgeschlitzt, sagen wir mal so, die Schwangerschaft entfernt, sofern das möglich ist. Ist nicht immer möglich. Und hier auch die Sicherheit der Patientin geht vor. Ja? Zumal man ja auch heute, selbst wenn die Eileiter eben nicht in Ordnung sind, ja, Therapiemöglichkeiten hat. Das heißt, quasi entweder ich, also es gibt die drei Möglichkeiten, je nachdem, wie es verläuft, abwarten, medikamentöse Behandlung oder dann, wenn es sein muss, die Operation, wo eben versucht wird, auch alle Organe und eben diesen Eileiter zu erhalten. Vor der Operation braucht man sich nicht zu fürchten, das ist jetzt auch nicht schlechter als das andere. Medikamentös ist natürlich, ja, mag manchen Frauen praktischer erscheinen, ja, ich muss nicht operiert werden. Das hat allerdings den Nachteil, dass man dann mindestens 3 bis 6 Monate mit einer neuen Schwangerschaft warten muss, bis dieses Chemotherapeutikum ausgewaschen ist, ja, weil das eben fetotoxisch wirkt. Also es wirkt schädlich auf die hormonalen Zellen. Deswegen ist dann eine Pause angesagt, sagen wir mal so. Genau. Und ja, Sie haben es ja schon ein bisschen so angedeutet. Wie kann ich denn überhaupt einmal schauen, dass es gar nicht so weit kommt zu einer Eileiterschwangerschaft? Ich muss immer eben schauen, dass man keine Infekte hat oder ja, vielleicht noch einmal ganz kurz konkret. Kann ich das überhaupt vermeiden und wenn ja, wie? Schwierig, weil, wie soll ich sagen, Sie können nichts dafür, wenn Sie in der Jugend einen Blinddarmdurchbruch hatten oder wenn eine Frau Endometriose hat, ja, also die Erkrankung dieser, der inneren Geschlechtsorgane, wo eben Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter liegt und halt eben Verwachsungen, Entzündungen machen kann. Dafür kann man nichts. Wenn man überhaupt von Prävention sprechen kann, dann liegt die bei der Prävention von Infektionen, die in der Jugend sexuell übertragen werden. Das heißt, die jungen Mädels sollten darauf achten, nicht nur zu verhüten im Sinne von, dass man eben nicht schwanger wird, sondern es ist auch ganz wichtig, eben vor allem die Chlamydieninfektion zu vermeiden. Das sind eben Bakterien, die durch sexuelle Kontakte übertragen werden und die eben doch häufig dann zur Tubenfunktionsstörung führen. Das Tückische daran ist, dass man diese Infektion nicht sofort merkt, die eben auch erst Jahre später diagnostiziert wird, wenn die jungen Frauen dann Kinderwunsch haben. Also konkret eben wie gesagt bei nicht fixer Partnerschaft doch Kondom zu verwenden. Das ist unser Appell dann an die jungen Mädels. Ja. Jungen Burschen, sagen wir mal so. Ja, ja, auch die Burschen haben hier Verantwortung. Ja, so ist es, ja. Aber wie gesagt, Selbstschutz geht vor. Ja, da sollte jeder an sich selbst denken. Rauchen ist auch ein Faktor, einfach weil er durch die, wie soll ich sagen, salopp gesagt, schlechtere Durchblutung, Veränderung der Schleimhäute eben Infektionen begünstigen kann. Ja, aber im Alter, wo man dann tatsächlich Kinderwunsch hat, das zu vermeiden, ja, das ist schwierig, ja, das geht dann nicht. Also wenn, dann muss man zurückblicken und eben Appell an die Jugend achten. Ja, aber da in dem Alter wollen die meisten zum Kinderwunsch noch nichts wissen, deswegen ist es nicht ganz so leicht, die zu erreichen, ja, sagen wir mal so. Ja. Ja, und vielleicht, wir kommen auch schon zum Ende, aber Sie haben ja wirklich, Sie begleiten ja Frauen in diesem Kinderwunsch und Sie ermöglichen ja auch, dass dieser Wunsch dann Realität wird. Und aus Ihrer Sicht, was ist denn, gibt es irgendetwas, das Sie diesen Frauen noch sagen möchten, noch zum Abschluss in der Zeit des Kinderwunsches, was da wichtig ist? Oder ja, noch ein paar abschließende Worte. Sie meinen Frauen, die das durchgemacht haben, ja, also wie gesagt, selbst wenn man eben eine Eileiterschwangerschaft hatte oder eine Fehlgeburt, heißt das nicht, dass es nicht klappen kann, ja. Bei Frauen mit Zustand nach Eileiterschwangerschaft, also die eben schon eine durchgemacht haben, ja, da muss man sagen, tatsächlich ist das Risiko höher, schon höher, wieder eine zu haben, aber auf der anderen Seite sind es Frauen, bei denen gerade mit der Kinderwunschbehandlung, wie zum Beispiel der künstlichen Befruchtung, gute Erfolge, sehr gute Erfolge erzielt werden, weil ich ja
sozusagen nur das mechanische Problem habe, sonst die Eizellen sind in Ordnung, die Samenzellen sind womöglich in Ordnung. Das heißt, mit Unterstützung können wir auf jeden Fall Hilfe bieten. Und die Empfehlung ist sicherlich eben, wenn man sowas durchgemacht hat, schon nur also aus psychologischer Sicht ist es zu empfehlen, eben, dass man sich eben schon früher an den Frauenarzt oder einen Kinderwunsch-Spezialisten wendet, damit man diese Begleitung hat und neben der psychologischen Begleitung, die auf jeden Fall zu einem hoffentlich dann positiven Erlebnis dieser Frühschwangerschaft führt. Das heißt, genau, weil also die Frage wollte ich sowieso auch stellen, selbst wenn ich jetzt eine Eileiterschwangerschaft hatte oder so eine Endo helfen Sie mir bitte. Ektope, ich merke es mir nicht. Eine ektope Schwangerschaft. Manchmal besteht dann die Angst, dass ich nicht mehr schwanger werden kann oder schwerer schwanger werden kann, aber Sie meinen, ich kann dann immer noch schwanger werden und selbst wenn es auf natürlichen Weg jetzt nicht klappen sollte, die Samenzelle ist intakt, die Eizelle ist intakt, das heißt, ich kann mich dann eben zum Beispiel an Sie wenden und dann kann ich immer noch, es besteht diese Möglichkeit, schwanger zu werden. Es besteht natürlich die Möglichkeit, schwanger zu werden. Das hängt natürlich auch von der Vorgeschichte ab. Wenn, wie soll ich sagen, das Paar jetzt schon 5 Jahre versucht, schwanger zu werden und dann gibt es nur diese Eileiterschwangerschaft, dann sind die Chancen natürlich nicht so gut wie ein Paar, das jetzt halt, weiß nicht, gerade die Pille abgesetzt hat und dann kommt eben diese Eileiterschwangerschaft, da sind die Chancen natürlich besser, aber prinzipiell eben hängt es von der Dauer und den, des Kinderwunsches und den anderen Faktoren ab, aber prinzipiell ja, wie gesagt, gerade in der Kinderwunschtherapie eben die Frauen, wo nur dieser tubare Faktor vorhanden ist, das, wie soll ich sagen, das, da kann man einem am besten helfen. Ja, ja dann... Wirklich vielen, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen und auch für mich war eben viel Neues dabei. Ich habe es ehrlich gesagt auch nur unter diesem Wort Eileiterschwangerschaft gekannt. Ektrope Schwangerschaft. So. Ja, danke für dieses Interview, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch an all die Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich verlinken wir in den Shownotes zur Frau Dr. Verena Passuelo und auch zum Kinderwunschzentrum an der Wien. Und ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Danke und auf Wiedersehen.